Na zusammen, hier ist wieder euer Tila und heute bin ich wieder für euch in Battlefest dort unterwegs. Und zwar ist heute wieder Mittwoch, das heißt für mich Kistenöffnungstag. Und diese Woche habe ich es quasi wieder, beziehungsweise vergangene Woche, habe ich es quasi wieder geschafft, zwei Kisten mir zu erfarmen. Also sowohl mit meinem Alichar als auch mit meinem Hordechar. Das hatte ich ja die letzten zwei Wochen, glaube ich, ein bisschen schleifen lassen. Aber jetzt wieder zwei Kisten und so als kleines Goodie gibt es noch die Chest von der Warfront, die heute auch quasi ja zugänglich war. Die habe ich vorhin gerade gemacht und da gibt es auch noch die Kiste dazu. Mal gucken, sprich, wir haben eigentlich sogar drei Kisten. Ich würde sagen, ich mache als erstes die von meinem Alichar auf, mein Nicht-Raid-Char. Und der hat eine 8er gemacht, also jetzt keine sonderlich hohe. Oh, warte mal, ist das hochgerollt? 3,75. Oh, das ist sogar dann ein bisschen besser als das, was ich anhab. Mein quasi Alichar Non-Raid-Char hat jetzt damit 3,68. Ist jetzt nicht sonderlich hoch, aber dafür, dass er nicht raiden geht und nur immer sporadisch mal eine Mythic Plus für die Kiste macht, ist das schon ganz ordentlich, denke ich mal. So, jetzt machen wir zusätzlich mit dem hier noch die zweite auf und also die zweite nicht, aber eine extra Kiste hier von der Warfront. Da müssten 370er-Item rauskriegen. Müsste ich rauskriegen. Und zwar Handgelenke könnte ich ehrlich gesagt noch brauchen. Mal gucken, ob ich da Luck habe. Habe ich rausgekriegt? Ne, ist irgendwas anderes. Ich habe eine Brust rausgekriegt. Ah, schade, schade, schade. Aber vielleicht hat sie ja gute Trades. Jetzt gucken wir mal. Ich habe nämlich schon eine 370er-Brust. Irgendwas könnte ich aus dem Raid bauen. Ach, das ist wieder so ein PvP-Trade. Gedönsel, wo ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher bin, ob das auch im PvE wirkt. Müsste aber eigentlich. Jetzt schauen wir einfach mal, was hat das noch so drauf. Ah, haut mich jetzt ehrlich gesagt hier nicht so vom Hocker, was es an Trades drauf hat. Das Schild ist ab und an gar nicht so schlecht. Naja, ist okay. Zumindest die Schuhe waren ein kleines Upgrade. Jetzt würde ich sagen, gucken wir auf meinen anderen Char, und zwar meinen Raid-Char. Mit dem habe ich natürlich einen 10er gebastelt und zwar, einen 11er bin ich sogar gelaufen. Bei dem ist es ja ein bisschen relevanter, weil ich halt mit dem Mythic Raid unterwegs bin und der hat dementsprechend natürlich auch ein wenig besseres Gear. Was könnte ich denn gebrauchen? Ich habe eigentlich fast alles auf 385 bis auf Schuhe und Hände. Die könnte ich echt brauchen. Also Schuhe und Hände, drückt mir mal die Daumen, dass ich da was rauskriege. Jetzt gucken wir mal. Komm, 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 Schuhe oder Hände? Oh yeah. Schuhe sind's drin. Aber natürlich jetzt mit nicht so guten Stats, ne? Die haben jetzt hier Tempo und Crit. Das sind eigentlich genau meine schlechten Stats. Das ist ein bisschen schade, denn ich habe Schuhe an mit Biss-Stats. Ich muss jetzt mal gucken, ob das meine Stats wieder so verschiebt. Was habe ich denn gekriegt? Ah, ein Riesenflöz-Key. Okay, das war gar nicht so schlecht, dass ich letzte Woche in Ever gelaufen bin. Dann habe ich einen eigenen. Wenn ich die anziehe, es geht nämlich um diesen Buff in Uldir. Und da geht es ja immer danach, welcher Stat am höchsten ist von den Sekundär-Stats. Und ich möchte ungern einen von meinen schlechten Stats quasi als höchstes haben. Deswegen muss ich da ein wenig schauen, dass ich... Okay, wie viel habe ich denn jetzt? Ah, scheiße. Wenn ich die anziehe, dann bin ich wieder mit Mastery drunter, oder? Ja, dann habe ich wieder zu viel Crit. Ach shit, 1000 Crit habe ich dann. Wie viel Mastery habe ich? 800. Ah, okay. Für die einfachen Bosse kann ich es mal anlassen. Für die schwereren muss ich dann leider switchen. Aber es hat mich wieder ein bisschen hochgebracht vom Item-Level. Warte mal, irgendwas fehlt noch, was ich anlegen könnte, was ein höheres Item-Level hätte. Ah, wahrscheinlich das hier, oder? Dass ich auf 383, okay. Wobei das hier relativ gut ist. Gut, ja, also ist jetzt nicht optimal, was ich gekriegt habe. Bessere Stats wären natürlich cool gewesen. Defensivere Stats wären besser gewesen, aber ich beschwere mich nicht. Ein kleines Upgrade war es auf jeden Fall, zumindest Item-Level technisch. Und ich muss halt gucken, bei manchen Bossen kann ich sie vielleicht anziehen. Bei anderen muss ich dann switchen, dass ich meinen Mastery-Buff hochkriege. Jetzt stehen auf jeden Fall noch die Hände aus. Da habe ich noch 365er, ziemlich schlecht an der Stelle. Das restliche Gear sieht soweit schon ganz gut aus bei dem Char. Ja, das war es soweit mit einem kleinen Opening. Leider nichts krass hochgerolltes. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was bei euch so in der Kiste war, ob ihr irgendwas Cooles rausgezogen habt und ob was krass hochgerollt ist. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.